Wollen Sie mein Versuchskaninchen sein? Ich habe einen neuen Drink. Angaranischer Wein gemischt mit Rinkohl. Ich muss wissen, ob er für Menschen ungefährlich ist. Sind Sie dabei? Ich bin Antialkoholiker. Ich dachte, das sind Fruchtsäfte. Ah, für die Leute mache ich's. Klar, aber machen Sie ihn richtig stark. Sie sind echt nervtötend. Das wissen Sie, oder? Ex und Hop. Sie stehen noch. Sehr gut. Hop. Aus der Börse. Pathfinder, kannst du dir vorschlagen, dass wir es ein wenig langsam angehen lassen? Zumindest ist es dann lang. Nein, sie klar, bisher. Das hier ist ein Wari. Oh, bequemer Sessel klappt gar nicht. Und noch ein Screenshot. Das ist perfekt. Oh, nur für die Leute. Nur für die Leute. Ui, ui, ui. Ich hoffe, mit meinem Intro mein neues. Ja, ich mache gleich hier weiter. Direkt nachdem ich aufgehört habe, das letzte Mal. Ich habe gesagt, dass ich ein Kip-Up-Video im Hintergrund laufen habe. Und also es ist gerade am Rendern. Exfiltrieren. Ist das Zeug gestohlen? Wo finden Sie Ihre Waren? Ich bedauere, aber diese Information liegt außerhalb Ihrer Preisklasse. Und ja, das hat gerade mal 5% in 50 Minuten gemacht. Also, das dauert noch. Vielleicht bin ich einfach gezwungen jetzt, dass ich noch ein bisschen weiter spiele. Wo sind meine Sturmgewehre? Ach, das Ding kann ich gerade nicht verkaufen, da ich es im Inventar habe. Möp, 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 möp. Ansonsten ist es auch egal. Okay. Habe ich jetzt was verkauft oder nicht? Wie geht's Ihnen? Na, gerade damit. Nein, habe ich nicht. Okay, machen wir mal Reyes Mission hier. Oh, ist da gerade was auf die Map geflogen? Waffen, hast du was Cooles? Wahrscheinlich nicht. Wir haben nie was Cooles, oder? Ich erwarte in Kürze eine neue Lieferung. Ja, genau. Black Widow und Hurricane habe ich beide schon gehabt. Rüstungshändler. Ich brauche nichts Besseres als Reliktrüstung. Seien Sie immer auf alles vorbereitet. Catherine Byrne. Pathetic. Pathetic. Okay, machen wir das jetzt mal und holen wir uns den Außenposten hier. Halt! Privatveranstaltung. Ich treffe hier einen Freund. Nicht ohne Einladung. Er gehört zu mir. Reyes Vidal. Ja. Gehen Sie rein. Gute Sorge. Hey, mein turianischer Freund. Oh, was? Reyes Vidal. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht auf. Wissen Sie noch, was ich über die Kunst der Verspätung sagte? Stellen Sie mich Ihrer Begleitung vor. Pathfinder, das ist Kima Dorgan. Eine Freundin. Sie vertritt die Angara gegenüber Sloan. Freut mich, Kima. Nennen Sie mich Ryder. Race sagte schon, wie professionell Sie sind. Ich muss leider unterbrechen. Ich muss was erledigen. Sie verlassen mich schon? Dauert nicht lange. Heute sind wichtige Personen hier. Mischen Sie sich ein wenig unters Volk. Bauen Sie bitte keinen Mist. Nicht, dass man uns rauswirft. Ich bin kein Spaßverderber. Versprochen. Und schon ist er weg. Eine Ahnung, was er vorhat? Denken Sie nicht über Reyes Pläne nach.
Genießen Sie die Party. Ich bin kein Partytiger. Fertig. Hey, Mamait Ketus. Machen Sie keinen Unsinn oder Sie fliegen raus. Ist angekommen. Klar und deutlich. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. Das war alles. Machen Sie keinen Unsinn oder Aha. Sie fliegen raus. Holen Sie sich ein Bier, Katis. Das ist gut für Ihre Gesundheit. Was? Nein. Ich trinke nicht, wenn ich im Dienst bin. Na, dann machen Sie doch Schluss für heute. Leben Sie mal ein bisschen. Halten Sie sich einfach zurück. Sloan wird mir ohnehin schon die Hölle heiß machen. Oh. Das war beides mal die gleiche Antwort, eigentlich. What the bad. Meins. Ui. Ui. Sie spielen hier? Ich versuche es, aber dieser Idiot kann sich nicht zwischen gerade und ungerade entscheiden. Sie sehen aus, als würden Sie Glück bringen. Wofür soll ich mich entscheiden? Ach, gerade. Setzen Sie auf gerade. Okay, gerade. Glückwunsch. Heilige Scheiße, ich habe gewonnen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Ich will einen Bonus. Nur mein Anteil. Und du so? Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Ach du. Ich hoffe, diese Piraten haben Ihnen kein allzu schlechtes Bild von uns vermittelt. Keine Sorge, Ryder. Ich beurteile Individuen, keine Gruppen. Gute Frau. Sie beispielsweise mag ich. Das gilt nicht zwangsläufig auch für diejenigen, für die Sie arbeiten, aber ich habe gelernt, mir alle Optionen offen zu halten. Immer schön, Leute, das Individuum betrachten und nicht die Gruppen. Oh. Man weiß nie, wer am Ende das Sagen hat. So ist es. Was bedeutet es, die Angara gegenüber Sloan zu vertreten? Sloan verlässt sich darauf, dass ich ihr die angaranische Sichtweise der Dinge vermittle. Und hört sie auf Sie? Nur in Extremfällen. Sie rühmt sich zwar damit, pro-angaranisch zu sein, aber Priorität haben für sie immer die Verbannten. Sie veranstaltet diese Partys, um mein Volk zu beschwichtigen, aber das wird nicht ewig funktionieren. Wie haben Sie Reyes kennengelernt? So wie jeder Reyes kennenlernt, über das Geschäft. Seine Fähigkeiten sind in Kedaraport von großem Wert. Gehören Sie zum Widerstand? Nein. Ephra und ich tauschen Informationen aus, aber für mich steht das Wohlergehen Kedaras an erster Stelle. Wenn es zwischen den Verbanden und dem Kollektiv zum Krieg kommt, wird es mein Volk sein, das darunter leidet. Haben Sie Reyes irgendwo gesehen? Nein, aber er wird bestimmt bald wieder hier sein. Ich dachte, es wird mehr zu reden. Es war schön, sich mit Ihnen zu unterhalten, Kima. Gleichfalls, Pathfinder. Ich dachte zuerst, dass es die Mosha-Server, die so ähnlich ausschauen, kommt mir vor. Sie haben ja eigentlich theoretisch alle die gleiche Kleidung an, nur verschiedene Farben. Was bei den Menschen oft nicht so ist. Oder doch nicht. Oder? Na, gibt es sogar Unterschiede. Und du so? Nichts. Was mit Sloan muss ich auch reden? Wer bist du denn? Harte Nacht? Ich habe etwas gesagt, was ich besser nicht hätte sagen sollen. Zu einer Frau, Nola. Sie ist eine Angara. Dabei hatte ich diesen Abend seit Wochen geplant. Ich habe mir die Krallen gefeilt und sogar meine Stirn poliert. Was? Und dann habe ich es nicht mal zwei Sekunden, nachdem wir durch die Tür waren, vermasselt. Was auch immer Sie gemacht haben. Ich bin mir sicher, Sie können es wieder gerade biegen. Sie wissen nicht, was ich gesagt habe. Nola hat eine Schwester und ich habe die beiden miteinander verglichen. Ich dachte, wenn ich Nola eifersüchtig mache... Ach, ich bin so ein Idiot. Okay, das ist übel. Richtig übel. Aber ich denke, noch ist nicht alles verloren. Erklären Sie ihr, dass Sie das nur gesagt haben, weil Sie ein Idiot sind und Sie mögen. Denken Sie wirklich, das könnte funktionieren? Es ist auf jeden Fall besser, als in Selbstmitleid zu versinken. Okay. Wünschen Sie mir Glück. Ich schau gleich zu. Ich war einfach nervös. Ich wollte mich eifersüchtig machen.
Erfolg achten wir darauf, niemanden zu verletzen, den wir mögen. Wir sagen uns, was wir wirklich fühlen. Okay. Die Wahrheit ist, ich mag dich. Und zwar sehr. Und ich mag dich. Also hör auf, dir Sorgen zu machen. In Ordnung. Scheiße. Ich meine, tut mir leid. Ja. Na schau. Ist doch gut gelaufen. Ah, Sloan. Ah, Umi. Neue Bar. Beförderung. Ich hätte gern einen Drink. Wie heißt meine Bar? Was? Wenn Sie was trinken wollen, beantworten Sie die Frage. Crawler's Song. Warum? Warum habe ich das beantworten müssen? Vielleicht die andere Form wieder wählen? Ich hoffe, Sie sind bereit für die zweite Runde. Wie serviere ich Whisky? Warum? Wieso veranstalten wir hier dieses Fragespiel? Weil mir langweilig ist und Sie durstig sind. Oh, pur. Pur. Ich bin beinahe beeindruckt. Ich will nur das Fragespiel machen. Ich weiß nicht mehr, was On the Rocks heißt. Letzte Frage. Wollen Sie mein Versuchskaninchen sein? Ich habe einen neuen Drink. Angaranischer Wein gemischt mit Rinkohl. Ich muss wissen, ob er für Menschen ungefährlich ist. Sind Sie dabei? Ich bin Antialkoholiker. Ich dachte, das sind Fruchtsäfte. Für die Leute mache ich's. Klar, aber machen Sie ihn richtig stark. Sie sind echt nervtötend. Das wissen Sie, oder? Ex und Hop. Und mit Motivation. Bereue ich's? Sie stehen noch. Sehr gut. Hop. Ja. Setz dich hin. Du hast eine Pause. Pathfinder, dürfte ich vorschlagen, dass Sie es ein wenig langsamer angehen lassen? Zumindest bis Mr. Vidal zurück ist. Halt die Klappe, Sam. Das hier ist eine Party. Bequemer Sessel, glaub gar nicht. Und noch ein Screenshot. Da, yes, perfekt. Nur für die Leute. Nur für die Leute. Verdammtes Fragespiel. Wenn das eine Bartenderin mit mir machen würde, wäre ich in einer Minute betrunken, gleich wie Ryder. Umi, mehr Fragen, mehr Fragen. Okay, dann halt nicht. Wie ich sehe, muss Katis die Gästeliste in Zukunft genauer überprüfen. Entspannen Sie sich, Eure Majestät. Ein Freund hat mich eingeladen, ich bin nur hier, um etwas zu trinken. Sie können sich gerne wie alle anderen durchschnorren, aber machen Sie ja keinen Ärger. Mach ich nicht. Pathfinder Ehrenwort. Verschwinden Sie einfach. Reyes, wo sind Sie? Er antwortet nicht, aber ich glaube, er hat bei unserer Ankunft einen der Nebenräume aufgesucht, Pathfinder. Dann wollen wir doch mal sehen, was er vorhat. Okay. Da haben wir doch getanzt und gequatscht. Warum können die Lagernummern nicht am selben Ort sein? Was auch immer Sie da tun, hören Sie sofort auf damit. Ryder, es ist nicht so, wie es also aussieht. Also nutzten Sie mich nicht als Ablenkung, um rumzuschnüffeln. Na schön, doch, habe ich. Aber es kommt uns beiden zugute. Versprochen. Sie versprechen ziemlich viel. Verdammt, da kommt jemand. Wir brauchen eine Ablenkung. Sorry. Mein Freund hatte wohl einen Drink zu viel. Hat doch geklappt. Ja, aber nächstes Mal lasse ich mir einen Plan einfallen. Ein softer Schlag.
Na endlich. Da ist er ja. Darum ging es hier? Um Whisky? Das ist die einzige Flasche Mount Milgram in Andromeda. Dreifach destilliert und 645 Jahre alt. Das ist kein Whisky. Das ist ein Schatz. Überdenken Sie mal Ihre Prioritäten. Oh. Ja, vielleicht. Verschwinden wir von hier. Okay. Oh, das war auch ein cooles Thumbnail. Es ist wunderschön, nicht wahr? Manchmal vergesse ich das. Ist Andromeda so, wie Sie es sich erhofft hatten? Alter, wie viele Thumbnail-Shots wollt ihr mir noch geben? Oh, viel zu viele Thumbnail-Shots. Ich kann nicht mehr auswählen dann. So. Dass es nicht leicht wird, war klar. Aber dass es so schwierig wird. Wie steht's mit Ihnen? Warum sind Sie hergekommen, Reyes? Um kein Niemand zu sein. Dafür, dass es von Ihnen kam, klang das überraschend aufrichtig. Ich bin immer aufrichtig, Ryder. Auf meine Weise. Sorry, Bro, keine Romanze für dich. Reyes finden. Und jetzt? Kann ich jetzt den goddamn Standort, kann ich das jetzt machen, bitte? Wahrscheinlich noch immer nicht. Keine Dummheiten, klar? So. Ich will nicht darunter reisen und dann merken, dass es noch nicht geht. Was ist? Dann will ich sie mal nicht länger von der Ab. Ah, Mist. Ja. Mist. Man sieht sich, Katis. Ah, gehen wir mal. Wie viele Nebenmissionen gibt's da? Damit ich Kadar endlich einen Außenposten errichten kann. Natürlich bringt sie das. Vielleicht sollte ich zuerst aufs Schiff gehen und schauen, ob ich noch eine Nachricht kriege. Ich habe sowieso keine Ahnung, welche Taste zu was führt. Da, probieren wir das. Schiff, okay. Schiff it is. Bringt eine Nachricht. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Okay. Ryder, Jar. Ah, jetzt da. Natürlich, was sonst. Ah, ich will einfach auf Kadar einen Außenposten richten. Ich probiere es einfach nochmal. Obwohl es wahrscheinlich nicht gehen wird. Jetzt im Orbit von ja. Ich wüsste nicht, was die Party beschlichtigen hätte sollen. Win-Win-Situation natürlich. Valkyrie weg. Sandstorm nochmal. Habe ich noch nie getestet anscheinend. Alles lauf. Lauf. Schweres Magazin, warum nicht? Ah ja, stimmt. Alles fertig ausgewählt. Oh, komm schon. Bin mir sicher, normal war doch meine Mission von der Übernahme. Kadaris, wo man sich für Sloan oder Reyes entscheiden kann. Wui! Verdammt, der falsche Taste schon wieder. Okay, hier. Oh, das wird wahrscheinlich wieder nicht gehen.
Don't tease me, game. Don't tease me. What a fucking tease. Ah. Woran haben Sie Spaß? Was immer als nächstes kommt, daran habe ich Spaß. Sie vermissen also nichts aus Ihrer Vergangenheit? Was Sie zurückgelassen haben? Naja, ich hatte eine Schwäche für harte Krimis. Wahre Geschichten über die Adat Yakshi unter uns. Sowas in der Art. Natürlich waren sie vermutlich gar nicht wahr. Aber sie waren spannend und hielten mich nachts wach. Ich würde sie gerne lesen. Ich auch. Aber wenn man mit wenig Gepäck reist, muss man einiges zurücklassen. Oh, jetzt natürlich kommt die Nachricht, dass ich mit Sloan reden kann und darf und muss. Natürlich geht da nichts. Verdammt! Verdammt! Verdammt, Spiel. Warum? Jetzt gibt's erst den Showdown. Das heißt, ich muss wieder zurück nach Kandera. Oh! Ey, klar, natürlich. Dann gehen wir halt wieder reinhupfen hier. Coming through. Slums verlassen. Ich gehe da in 15 Minuten wieder runter, wie es ausschaut. Okay. Boat out of the way. Out of the way. Victor, Victor, Victor. Ah. Das hätte sie nicht vorher starten können. Nein, ich musste zuerst in die Slums runter. Okay, mal schauen, was jetzt abgeht. Sie ist sicher sauer, dass wir den Whisky gestohlen haben. Hey, hey, Sloan. Wo sind Ihre Leute? Ich habe Ihren Anblick nicht mehr ertragen. Kann es sein, dass Sie sauer sind? Der Scharlatan hat meine Leute benutzt, um Katis halb tot zu schlagen. Er benutzt Katis, um sie nervös zu machen. Das weiß ich. Sie sind nicht hier, weil ich ihr Mitleid wollte. Und wieso dann? Wohl kaum, weil sie mich so unglaublich mögen. Der Scharlatan hat an Katis eine Nachricht hinterlassen. Er will die Dinge zwischen uns klären. Der Treffpunkt ist in Drolea. Die Sache stinkt doch. Ach was. Ich kann meinen Leuten nicht trauen, aber sie sind ein Außenstehender und können kämpfen. Warum schlägt der Scharlatan jetzt zu? Wieso nicht schon früher? Ich habe das Kollektiv zu lange gewähren lassen. Ich habe es einfach unterschätzt. Dadurch ist es mutig geworden und gefährlich. Was mit Katis passiert ist, ist meine Schuld. Aber jetzt hat die Sache ein Ende. Helfen Sie mir? Ich bin dabei. Dieses Treffen entscheidet über Kadaras Zukunft. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, aber... Hey, shit happens, was? Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann dort. Oh, wenn die Frau eine coolere Stimme hätte. Aber sie hat wie jede andere Frau fast Edisons Stimme. Ja, ja, ja. Los! Ich will die ganze Zeit hier hin und her rennen. Und jetzt gehe ich wieder runter in die Slums. Ach, verdammt. Slums, Slums, Slums. Sandsturm. Den nehmen wir mit dafür. Das riecht nach Vetra. Und Drag. Oder Vetra und Lehm könnten wir mal probieren. Ich habe ich sowieso noch nie gehabt. Meine zwei Lieblinge, man weiß es doch. Eindeutig. Wer sonst? Nur die zwei. Steht man. Stecke dann meinen Felsen fest. Super Jump! Okay, wo wollen wir hin und wo müssen wir hin? In die falschen Tasten drücken. Ach du.
Pistolenschaden oder Pistolenschaden? Okay. Karte. Hier ist der Showdown, direkt beim Home neben. Das wäre dann gut. Okay, Auto steht auch da, rollt wieder runter. Schauen wir mal, was da oben abgeht. Das reinste Paradies für Schmuggler. Dem hat dazu nichts zu sagen. Sieht aus, als hätten diese Exilanten Tech aus dem Hafen gestohlen. Wir sollten uns vorsehen. Was ist mit den anderen Leuten hier, die auch Familie haben? Verurteilen Sie die ebenfalls? Hören Sie, ich verstehe es ja. Die Initiative hat uns mit goldenen Welten gelockt. Aber Kinder? Selbst wenn alles perfekt wäre, es sind 600 Jahre und es gibt kein Zurück. Ein Kind versteht das nicht. Ich verstehe Sie auch, Costa. Jeder weiß, wie man die Kinder anderer Leute erzieht. Wir können darüber reden, wenn Sie sich mal um jemand anderen kümmern müssen und nicht nur um sich selbst. Oh. Was gibt's hier? Eine Höhle. Natürlich, was sonst? Keine Chance, dass das schief geht. Tja, ja. Natürlich nicht. Oh, ich gehe mit Sloan rein. Da kommen sie! Was? Das wäre geschafft. Was zum Teufel war das gerade? Okay. Sie haben sich Zeit gelassen. Nein. Los, bringen wir es hinter uns. Ich bin dabei. Sie warten bestimmt auf jemanden. Reyes? Ich will den Scharlatan treffen, keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind das. Überraschung. Der angaranische Spion. Ihr Interesse an den Morden der Roka. Es ging ihnen immer nur darum, Sloans Macht zu untergraben. Steht der Tropfen hüllt den Stein. Sie sagten, sie wollten die Dinge klären. Wie? Durch ein Duell. Sie gegen mich. Der Sieger bekommt Kadara Port. Sie wollen einen Krieg verhindern durch ein Duell? Besser nur zwei Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen, als Dutzende. Einverstanden. Ein Scharfschütze erzielt auf Sloan. Oh, er schummelt auch noch. Peng. So cool. Schaff sie weg und gib der Crew Bescheid. Heute Nacht holen wir uns Kadara Port. Ich mag ja beide jetzt nicht. Sie, was sie wollten. Was ich will, ist Frieden. Sloan hätte den Krieg nach Helios gebracht. Und wir sind zu wenige, um das zu überleben. Heißen Sie überhaupt Reyes? Meine Mutter hat mich so genannt. Ich heiße wirklich so. Ich habe nur gelogen, damit die Gerüchte über den Scharlatan ihre Meinung von mir nicht trüben. Was ich gerade gesehen habe, bestätigt diese Gerüchte über Sie. Ehrenhaft zu sein hat mir nie was gebracht, Pathfinder. Und was jetzt? Jetzt nehme ich Kadara Port ein. Aus den Turianer leben. Okay. Whoa. Ah. Ups. Also muss ich noch mal rauf und dann erst wieder Sand. Okay.
Geile Aussicht. Also muss ich nochmal zurück, dann darf ich erst wieder runter. Da, oh, verdammt. Verdammt, Spiel. Oh. Was war das dann? Das vierte Mal, dass ich dann hin und rauf, hinauf und runter wechsle? Hui! Gott sei Dank habe ich ein Teammitglied mitgenommen. Hätte ich nie ohne sie geschafft, ohne die Teammitglieder. Ohne Sandsturm auch. Hey, ihr zwei! Zurück an die Arbeit mit euch! Oh, Petra. Das gehört mir! Was? Offenbar ist die Hälfte der Leute, die ich kannte und die nach dem Aufstand gegangen sind, hier gelandet. Gut für sie, gut für mich und gut für die Nexus. Aber das habe ich natürlich nie gesagt. In welche illegalen Aktivitäten sind Sie jetzt wieder verwickelt? Handel. Mit Waren, Gefälligkeiten, Dienstleistungen. Das muss nicht illegal sein, ist es aber. Wir haben Probleme und wir brauchen Hilfe. Aber nein, die Bosse müssen ja ein Exempel statuieren, indem sie die Exilanten ausschließen. Ich habe noch einiges zu erledigen, also lasse ich sie jetzt gehen. Okay. Das ist der. Ja, und wo ist der Rest meiner Crew? Warum ist sie so ruhig? Ich dachte, sie werden alles übernehmen. Warte. Was? Zum Teufel? Im Tartarus, wirklich. Ist Bibi da? Hey! Hey. Sie werden es nicht glauben, aber gerade hat so ein Typ versucht, mir eine Thermoskanne als Zündspule zu verkaufen. Sie machen Witze. Nein, es war Suppe drin. Roch nach Gerste und Muscheln. Scheiße, und Sie haben ihn gehen lassen? Ich liebe Gerste und Muscheln. Aber keine Sorge, ich halte mich bedeckt. Keine neuen Feinde. Ich glaube, mit Gil chatten. Nämlich eindeutig persönlich. Ich begreife nicht, warum hat dieser Angara das Sagen und nicht der Charlotte? Verdammt. Ja, er ist in der Disco, ist er. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er in der Disco. Ich habe mich gerade gefragt, was das Tartarus ist. Das ist die Disco. Oh, sie schicken mich viel zu viel hin und her. Viel zu viel hin und her. Wir leben wohl, das Tartarus gefällt. Oh, wir haben Musik. Was für eine Ehre. Ich hätte sie im Thronsaal erwartet. Ist das Tartarus nicht ein bisschen schäbig für Kadaras neuen Herrscher? Ach, kommen Sie, Ryder. Sie wissen, ich bevorzuge die Schatten. Das hier ist Ihre Chance, sich zu zeigen. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Das übernimmt Kima Dorgan für mich. Die Angara, der Sie auf Sloans Party begegnet sind. Und ohne Sloan ist auf Kadara jetzt auch Platz für die Initiative. Ich suche sofort nach Freiwilligen für einen Außenposten. Aber das könnte dauern. Ihr Ruf ist nicht gerade gut. Wir sind nicht alle Diebe und Mörder. Okay, ich schon. Aber einige der anderen sind echt nett. Ganz bestimmt. Scherz beiseite. Ich will diesen Außenposten ebenso sehr wie Sie. Er wird unter meinem Schutz stehen. Das verspreche ich. Und was kostet mich dieses Versprechen? Nichts. Der Handel mit Ihrem Außenposten genügt mir. Was wird das? Ein Handschlag. Wir sind jetzt Partner. Bilden Sie sich nichts ein, Reyes. Ich arbeite mit Ihnen, weil es nötig ist, nicht weil ich Sie mag. Wissen Sie was, Ryder? Sie sind ein Arsch. Aber Geschäft ist Geschäft. Jo. Darf ich jetzt meinen Außenposten richten? Verdammt nochmal. Ich will doch nur einen Außenposten hier. Ja, lass mich.
Versuch Nummer 10, Außenposten richten hier. Oder ist das schon der 11.? Ich weiß nicht genau, ich habe schon so oft versucht. Und irgendwie war da kein fetter Fight dabei gerade. Nur Reyes, der glaubt, dass er cool ist. Ich habe ein Gerücht gehört. Die Sicherheitsleute auf der Nexus haben jemanden in der Nachschubversorgung im Auge. Es soll einen Übergabetermin geben. Das ist interessant. Wenn jemand etwas damit zu tun hätte, sollte er wahrscheinlich die Übergabe verlegen. Sollte er wohl, ja. Und gern geschehen. Okay. Dieses Gebiet eignet sich für einen Außenposten der Initiative. Nein. Nein. Erzähl. Perfekt gepackt. Mach her das Ding. Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Beeindruckend. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst, ein Außenposten auf Kedera, wo sich die schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Sie wollen Stabilität, genau wie die Nexus. Durch einen Außenposten können wir einige von Ihnen wieder für uns gewinnen. Das ist wahr. Sie sind gegangen, als unser Traum geplatzt ist. Und Sie haben viel dafür getan, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das hier ist der letzte Pathfinder. Der letzte goldene Fehlschlag, von dem wir dachten, wir hätten ihn verloren. Sie haben es geschafft. Und vielleicht ist jetzt im Gavorkam-System auch einer von Dr. Kennedys Trackern zu finden. Oh, ja. Wir müssen sie aufspüren. Sie und ihr Kind brauchen uns. Aber jetzt wird es Zeit für ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Oh, schau dir diesen Himmeling Kedera, die kommen freiwillig. Wir wurden jahrelang ausgebildet. Aber als wir in Andromeda ankamen, hat sich alles verändert. Welten wie diese hätten unseren Traum beinahe zerstört. Aber wir können sie wieder aufbauen, ihr Stabilität bringen. Wenn es je eine Welt nötig hatte, dass die Besten von uns ihr Bestes geben, dann diese. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. Oh, verdammt. Ja, ja. Ja, da würde ich nie freiwillig herkommen. Ist doch porthässlich hier. Dieser Himmel, diese Berge, nee, wer mag das schon? Lieber nach Eos, der Wüste. Ist das mein Zimmer? Das ist mein Zimmer, da gibt es ein Doppelbett. Eindeutig mein Zimmer. Hast du Aloha gesagt? Verdammt, schaut das gut aus hier. Ja, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Wer würde da schon freiwillig leben wollen? Überhaupt niemand. Hey, Lexi. Meine, wer? Warte mal. Nein. Schaut mal gleich aus wie der Sari. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass Sie alles auf der Liste finden. Das ist nicht alles. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Erinnern Sie sich, worüber wir gesprochen haben? Nein. Nix. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie hier auftauchen. Kennen Sie eigentlich jeden? Drew hat im Lager der Nexus gearbeitet. Das erklärt vermutlich, warum Sie mir diese Regulatoren nie geschickt haben, Seneca. Ich war mit dem Umzug beschäftigt, aber ich habe sie für Sie zur Seite gelegt. Ich wusste, dass der Pathfinder irgendwann auftauchen würde. Was haben Sie während des Aufstands gemacht? Oh, ich war dabei. Hab mich in einem der Lagerräume eingeschlossen. Totales Chaos. Muss seltsam für Sie sein, die Exilanten wiederzusehen. Tan versucht's mit aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nach meiner Erfahrung hat das noch nie funktioniert. Sie sind also der Ausrüstungsoffizier? So lautet mein offizieller Titel, ja. Aber ich erledige auch alles andere, was so anfällt. Schrubben, kochen,
Was immer ich tun kann, um zu helfen. Das ist nett von Ihnen. Es hält mich beschäftigt. Ich habe auf dem Mars den Bohrer bedient, bis ich mir die Hand ruiniert habe. Ich hatte Glück, dass ich sie nicht verloren habe. Aber die Nerven sind nie richtig verheilt. Guter Mann, guter Mann. Verdient ein bisschen Farbe im Gesicht. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Oh ja. Ich schwöre, das Kollektiv kann absolut alles beschaffen. Sie sind sogar noch verlässlicher als Vetra. Vorsicht. War ein Witz. Niemand ist besser als Sie, Nix. Man sieht sich, Drew. Kämpfen Sie weiterhin für das gute Pathfinder. Was ein cooler Vorname. Drew. Drew. Muss mal rausrollen mit dem R. Drew. Sonst wird's ein Du. Wir wollen aber ein Drew. Drew Seneca. Ja, ja. Wer möchte auf diesem Planeten leben? Mit so einem Pool vor der Nase. Man kann so nicht drin schwimmen und nicht davon trinken. Aber verdammt, schaut's cool aus. okay. Okay. Warum nicht? Ein tragischer Unfall, mit dem der Pathfinder gestorben ist. Irgendein Vollidiot ist auf ihm drauf gelandet. Ach du Scheiße. Was zum Teufel. Bewundere ich nur den See hier. Der ist schon zerquetscht. Wen haben wir hier? Irgendeinen farblosen. Na, genießt die Aussicht, Kleine. Ja, der. Wer will schon auf diesem Planeten leben? Die Piloten hier sind echt das Schlimmste. Da geht wer spazieren unten. Na, Liam, natürlich. Wer sonst? Ah, die Piloten auf diesem Planeten. Pathfinder. Unbekannter Soldat. Du? Auch nichts Interessantes. Das ist doch mal was. Blaue Haare? Du bist doch nicht der Chef hier, oder? Na, wenn das nicht der Pathfinder ist. Willkommen im Außenposten Diteon. Christmas Tate vom Minenunternehmen 7. Zu Ihren Diensten. Christmas Tate. Christmas? Ist das ein Spitzname? Leider nicht. Meine alte Dame, Holiday Tate, hat einen merkwürdigen Sinn für Humor. Dafür kriegt man damit sicher jedes Gespräch in Gang. Wie läuft's hier? Es wurde niemand von hinten erschossen. Also besser als erwartet. Haben Sie Zweifel wegen des Kollektivs? Ich mache ungern Deals mit Leuten, die unbeständiger sind als Geister. Ich bin ein ehrlicher Mann, der gerne mit ehrlichen Leuten zusammenarbeitet. Ja. Achte auf deine Pilotenacht. Wir sind mörderisch und mordsgefährlich. Dann sind Sie am falschen Ort. Im Gegenteil. Ich glaube, Kedera kann ein bisschen Ehrlichkeit sehr gut gebrauchen. Ein Versuch kann sicher nicht schaden. Haben Sie sonst noch was zu melden? Naja, da ist dieser Kult. Ein Kult? Im Ernst? Sie sind harmlos, aber das, was Sie verehren, beunruhigt mich ein wenig. Es ist irgendeine riesige Maschine. Sie nennen sie Alter Abhäuter. Vielleicht steckt gar nichts dahinter, aber ihr Anführer Bishop ist losgezogen, um Tribut zu zollen und nicht mehr zurückgekehrt. Ah, oh, das ist ein Architekt. Ich kümmere mich darum. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe Minuteman gerade gelesen. Minenunternehmer. Okay, wie lange sind wir drin? Haben wir Zeit für einen Architekten? Das geht sich aus. Sie sagten, Sie gehören zum Minenunternehmen 7? Die besten E-Zero-Bergarbeiter auf dem Mars, bis das Zeug abgebaut war. Und jetzt setzen Sie Ihre Fähigkeiten auf Kedera ein? Sie haben das Wasser trinkbar gemacht, aber im Fels ist immer noch jede Menge Schwefel. Der Direktor will daraus Dünger machen. Carter kann Ihnen mehr dazu sagen, aber schleichen Sie sich nicht an Sie an. Sie sehen aus, als wären Sie schon ganz schön rumgekommen. Sie wollen also sagen, dass ich alt bin?
Das habe ich nicht. Hey, ich bin 61 und habe mich mit meinem Alter arrangiert. Ich bin der älteste Anführer eines Außenpostens, aber auch der härteste. Ich bin nicht nach Andromeda gekommen, um zu sterben. Im Gegenteil. Deteion. Interessanter Name. Bedeutet er irgendwas? Das ist ein Insiderwitz der Kompanie. Deteion war eigentlich nur der provisorische Name für unseren Außenposten. Er ist eine Kurzfassung von Diensttätigkeit ohne Nahverkehrsanschluss. Okay. Machen Ihnen die Exilanten irgendwelchen Ärger? Wir haben sogar einige aufgenommen, die weder zu den Verbanden noch zum Kollektiv gehörten. Der Aufstand war eine üble Sache. Viele ganz normale Leute wurden darin verwickelt. Ich bin froh, dass wir ihnen eine zweite Chance geben können. Das Schiff da draußen macht mir Angst. Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. Das ist wie ein Mario Puzzle oder Mario Fels, der einfach hin und wieder da landet, um mich zu zerquetschen. Ich glaube, die kenne ich noch nicht. Da, die Aussicht ist geil. Okay. Der Nomad ist da einsatzbereit. Hier war ich noch nicht drinnen. Wo ist diese Kater? Ah, die chillen mal alle. Hey, yo. Seid ihr Zwillinge? Was sind Zwillinge? Krass. Wer hätte es erwartet? Warum? Was machst du? Was machst du? Planst doch irgendwas. Okay, machen wir jetzt erst den oberen Eingang. Ist das nicht dort, wo ich rausgekommen bin? Ja, das ist mein Zimmer. Dann gehen wir unten rein. Pathfinder braucht das größte Zimmer. Mit einem Doppelbett. Alle anderen können am Boden schlafen. Ja, natürlich. Ich wusste gar nicht, dass Allergien nässende Wunden hervorrufen. Ist ja faszinierend. Ah, Dr. Sarkasmus. Pathfinder, ein Glück, dass Sie hier sind. Ich würde gern über meine Versetzung reden. Versetzung? Zu einem anderen Außenposten. Ich kann hier nicht bleiben. Es ist barbarisch. So schlimm ist Kadera nicht. Gutes Klima, hübsche Landschaft. So ist es. Es stinkt. Auch ohne das giftige Wasser. Hier gibt's überall Schwefel. Wie geht es Ihren Patienten? Gut natürlich. Sie sind bei mir in Behandlung. Oh, irgendwelche ernsthaften Verletzungen? Traumata durch stumpfe Gewalteinwirkung. Alle möglichen Wunden. Diese Verbanden sind Barbaren. Sie greifen jeden an, der irgendwas mit der Initiative zu tun hat. Das sollte das Kollektiv eigentlich verhindern. Tut es auch. Aber sie können nicht jeden beschützen. Darum will ich ja versetzt werden. Erzählen Sie mir von sich, Dr. Sanvi. Ich war die Beste meines Jahrgangs in Harvard. Meine Facharztausbildung habe ich an der Johns Hopkins gemacht und danach eine eigene Praxis auf Ilium eröffnet. Ich glaube, das war's so ziemlich. Beeindruckend. Aber in Helios bedeutet das nicht viel. Naja, ich habe mir die falschen Leute zum Feind gemacht. Ich hatte nur zwei Optionen, Andromeda oder auf Omega untertauchen. Ich bin nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wirst du auf Omega versetzt werden? Vermeiden Sie jeden Ärger, Dr. Sanvi. Ich weiß nicht mal, was dieses Wort bedeutet. Aria würde sich freuen. Ja, wen haben wir hier noch? Jemand Interessanten, wie es ausschaut? Und hier, nur wieder coole Aussicht. Ist hier kein Händler? Sie die Proben bekommen, die ich geschickt habe? Die sind unbrauchbar. Sie enthalten Schwefel, Unreinheiten. Dann haben Sie Pech. Der Schwefel ist überall. Da ist er. Halt! Kommen Sie nicht näher! Okay. Puh! Falscher Alarm. Ich dachte, es gäbe Säurespritzer. Ist es jetzt bestimmt sicher? Absolut. Sonst würde ich es nicht sagen. Nancy Carter.
Wissenschaftsoffizierin des Außenpostens Diteon. Sie müssen der Pathfinder sein. Gehörten Sie auch zum Minenunternehmen 7? Ja, das heißt, nein, ich war keine Bergarbeiterin. Aber ich habe mit Christmas und den anderen zusammengearbeitet. Sie sind meine Familie. Sie sind nach Helios gekommen, um bei Ihnen zu sein? Ich weiß, dass das albern ist, weil ich Sie alle überleben werde. Also zumindest statistisch betrachtet. Aber ich konnte Sie einfach nicht ohne mich in so ein Abenteuer ziehen lassen. Woran arbeiten Sie? An einem extrem starken Phosphatdünger unter Verwendung der natürlichen Schwefelsäurevorkommen auf Kedera. Extrem stark. Das ist gut, oder? Absolut. Meine Arbeit wird die Gärten überall in Helios mit Nährstoffen versorgen. Sobald wir Gärten haben. Und das werden wir. Dank Ihnen. Man sieht sich, Kartar. Ja, bis dann, Pathfinder. Kartar. Wen haben wir sonst noch hier? Was? Ah ja. Ich bin noch nicht sicher. Ah ja, nein, danke. Auch noch ein Architektenfight. Ich glaube, da habe ich jetzt ja schon alle wichtigen Leute. Ein Händler fehlt mir noch. Hallo, Ryder. Du Händler. Die Christmas-Stiefel? Riff, der Pathfinder macht gerade die Runde. Falls Sie sich kurz von Ihrer Steinsammlung lösen könnten, um... Das sind Bohrkernproben. Keine Stein... Oh, er ist hier. Pathfinder. Ich heiße Riff, Bergbauingenieur des Außenpostens Diteon. Entspannen Sie sich. Ich verurteile niemanden nur, weil er Steine sammelt. Das sind Bohrkern... Vergessen Sie's. Was halten Sie von Kedera? Mineralisch betrachtet ist es eine Goldgrube. Kartar hat bereits praktische Verwendung für die Ressourcen von Kedera. Und die Leute? Oh, mit Leuten habe ich's nicht so. Aber das Kollektiv scheint ganz okay zu sein. Sie kennen sich hier sehr gut aus. Was genau macht ein Bergbauingenieur? Oh, wir sind in jeden Arbeitsschritt beim Bergbau involviert. Christmas ist ein guter Mann, auch ein guter Bergarbeiter, aber er braucht mich, um zu entscheiden, wo gebohrt wird. Und wann man aufhören muss. War nett, mit Ihnen zu plaudern, Riff. Jederzeit, Pathfinder. Nein, danke. Was hier? Ihr müsst im Weg. Ach, das Schiff will wieder auf mich landen, ich spür's schon. Wer davon Albträume haben? Okay. Verdammt. Hat er mir die Mission markiert? Bishop. Gibt's gar nichts Näheres. Ich werde rüberfahren müssen. Okay, Team. Müssen uns einen Bishop finden. Okay, Vetra. Legale Geschäfte auf Kedera. Genau, Bullenauge. Was ist damit? Ich habe nach unserer Rückkehr die Nexus-Unterlagen überprüft. Es stand nichts in den Büchern. Sie haben keine Ware angegeben. Was wollen Sie unternehmen? Das hier ist Helios. Von wegen legale Geschäfte. Oh, der ewige Prüfer. Ah ja, Liam versteht sich gut mit jedem. Komm ich hier vorbei? Das schaut doch nach einem Weg aus. Hey, sehen Sie mal, ein Dorf oder so. Ob die was zu essen haben? Ich verhungere. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich sehe keine Anzeichen für einen Angriff. Ein Scan der Leichen könnte uns Hinweise geben. Oh. Der Architekt wird sich nicht auskennen. Jemand hat den Filter manipuliert.
Die Angara haben gerade so viel Schwefelsäure aufgenommen, dass es erst über einen längeren Zeitraum tödlich ist. Aber nicht genug, um es gleich zu merken. Also wurden sie absichtlich vergiftet? Aber warum? Wir sollten uns noch weiter umsehen. Vielleicht finden wir heraus, wer dafür verantwortlich ist. Auch ein toter Angara. Schwarzer Magen und Geschwürbildung. Das passt zu einer Vergiftung mit Schwefelsäure. Wahrscheinlich durch das Trinken von Kedera-Wasser ohne korrekte Filterung. Die Angara leben schon länger auf Kedera als wir. Sie wissen genau, dass sie das Wasser nicht ungefiltert trinken dürfen. Ich schlage vor, wir untersuchen die Wasserversorgung des Dorfes. Oh boy. Offenbar ist tot der Angara. Dort ein Bild. Gute Auswahl. Was? Ah, verschlüsselt. Sam, kannst du da was machen? Ja, Moment bitte. Dieses Log gehörte Skylar Yefir, einem Angara, der hier lebte. Hören wir uns das zweite Log an. Ich habe heute einen der Aliens erwischt, wie er unser Filtersystem studiert hat. Ich habe Karina und ihre Schwestern angewiesen, die Anlage zu bewachen. Wenn diese Exilanten lernen, eigene Wasserfilter herzustellen, brauchen sie uns nicht mehr. Spiel das erste Log ab, Sam. Es tauchen immer mehr Aliens auf. Sie sind verzweifelt und schmutzig und bezahlen alles für ein Stück Adi und sauberes Wasser. Ich dachte nach der Invasion der Cat, alles wäre verloren. Aber vielleicht wendet sich jetzt das Blatt. Spiel das erste Log ab, Sam. Ich dachte nach der Invasion der Cat, alles wäre... Letztes Log, Sam. Einige Aliens haben sich nicht weit von hier niedergelassen. Sie nennen es den Charybdis Point. Eine Gruppe von ihnen kam heute zu uns und hat verlangt, dass wir unsere Wasserfilter übergeben. Karina und die anderen konnten sie vertreiben, aber ich habe Angst vor der Verzweiflung in ihren Augen. Möglicherweise haben diese Exilanten die Wasserfilter manipuliert. Ich traue diesen Plünderern alles zu. Das reicht. Und bestelle ich gleich ein bisschen. Okay. Ich schätze, ich muss da noch ein paar Missionen durchkauen. Bevor ich den Architekten fighte. Gerade, alles hier oben. Ah ja, natürlich, das ist hinter uns dann. Okay, wie weit sind wir schon drinnen? Ja, sorry. Episode vorbei. Anscheinend habe ich noch offenbar Skadara-Missionen fürs nächste Mal. Also, peace out.